Hallo und herzlich willkommen zum Start in Kalenderwoche 40. Am Anfang ein kleiner Rückblick auf letzte Woche. Da ist ja einiges gelaufen bei uns auf dem Kaiserhof. Wir haben Lehrstellenparkour gehabt, es sind ganz viele Schüler bei uns gewesen und haben den ersten Eindruck vom Beruf Landschaftsgärtner bekommen. Dann am Freitagnachmittag haben wir unseren ersten Lernkulturnachmittag gehabt. Wir haben die Gruppe in Workshops geschafft und haben ganz unterschiedliche und spannende Learnings können miteinander erarbeiten. Am Samstag war dann noch ein Gartenwissenkurs bei uns auf dem Kaiserhof. Der Krigo und der Ruben haben zum Thema Artenvielfalt im Garten mit Studenflächen fördern den Interessierten ganz viele Tipps geben können, die sie bei ihnen im Garten haben können nachher umsetzen. An dieser Stelle herzlichen Dank an Ruben und an Krigo für die Organisation dieses Kurs. Dann schauen wir vorne in die nächste Woche. Da haben wir am Montag wieder einen Talentwerktag. Unsere Lernenden werden die Heckenschneiden trainieren und wir bitten dich, entsprechend mit genügend Abstand zu den Eibenhecken am Morgen zu parkieren. Wir haben auch wieder zwei Schnupperlernende nächste Woche bei uns, und zwar kommt der Simon und der Thomas zu uns. Im Wochenthema zeigen wir dir noch einmal unsere Führungsgrundsätze. Unser erster Führungsgrundsatz heisst: Ich bin Vorbild. Das heisst, wir leben unsere Werte und wir stärken das gegenseitige Vertrauen. Alle unsere Führungsgrundsätze findest du sehr prominent aufgehängt in unserem Stegenhaus im Magazin. Der zweite Führungsgrundsatz heisst: Ich gebe Feedback. Das heisst, wir schaffen Raum für wertschätzende Rückmeldungen und entwickeln uns gemeinsam weiter. Du findest unsere Führungsgrundsätze aber auch auf unserer Webseite unter dem Newsbeitrag vom 30.05.2023. Und so kommen wir schon zu unserem nächsten Führungsgrundsatz, der heisst: Ich vereinbare Ziele. Das heisst, wir orientieren uns an klaren, gemeinsamen Abmachungen und lernt Freiraum für Individualität. Jedes Mitglied der Hodl & Partner Führungscrew hat immer einen Führungsgrundsatz als kleines Bild auf dem Pult und tut sich speziell während einem Monat um diesen Führungsgrundsatz kümmern. Der vierte Führungsgrundsatz heisst: Ich würdige Leistungen. Das heisst, wir richten unsere Aufmerksamkeit aufs Erreichte und anerkennen Erfolg. Neu findest du unsere Führungsgrundsätze jetzt auch noch auf unserem YouTube-Kanal, und zwar im Wochenvideo von der KW40. Unser fünfter Führungsgrundsatz heisst: Ich stärke Kommunikation. Das heisst, wir fördern eine offene und respektvolle Gesprächskultur und kreieren ein motivierendes Arbeitsumfeld. Gut, und wie immer an dieser Stelle können wir dir noch ein paar Videos und Fotos von unseren Kundengärten und Baustellen präsentieren.
Gut, und jetzt wünschen wir dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Arbeitswoche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!